Ey du, ich hab gehört, du brauchst wieder ein paar neue saftige Glitches. Bist hier genau richtig. Genau du. 3 saftige neue, fette Mario Maker 2 Glitches habe ich für dich im Gepäck. Also, dran zu bleiben lohnt sich heute auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, beginnen wir direkt, Leute. Danach spielen wir noch ein schönes, knackiges Level. Ich würde sagen, 3 Glitches, die es wirklich in sich haben. Los geht's. Viel Spaß. That was fantastic. So, da sind wir auch schon im ersten Level. Ich habe die Level schon vorgebaut im Editor euch und ihr könnt sie auch nachbauen. Ich werde euch genau zeigen, wie es geht. Der erste Glitch ist auf jeden Fall ein wirklich vermaledeiter Glitch, würde man jetzt im Mittelalter sagen oder in altdeutscher Sprache. So, wir sehen hier auf jeden Fall, okay, jetzt geht er nicht mehr, aber wir sehen hier zum Beispiel diese Krallen. Wunderbar, die können einen festhalten, die lächeln auch so schön hier. Alter, da haben die so ein Gesicht in der Engine. Ich habe die noch nie gesehen, glaube ich, hier. So, jetzt zeige ich euch das mal. Wir werden jetzt wieder rein in die Tür gehen und dort oben habe ich nämlich eine Schiene angebaut mit einem, mit einer Kralle, die jetzt runterfällt. Und ich werde mich jetzt... Er lebt noch. Mario ist nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Was ist passiert? Oh, es ist so geil. Ich liebe den Glitch. Guck mal, hier. Okay. Scheiße, jetzt bin ich tot. Aber eine Kralle, die auf dem Weg nach unten ist und dann an eine Wand müsst ihr, an eine Wand, wie ich es jetzt getan habe, an eine Wand euch drücken, während sie fällt. Und dann lebt ihr noch sozusagen. Und jetzt kommt, der Glitch ist noch nicht vorbei. Pass auf. Ich kann aus diesem Loch wieder rausspringen. Und jetzt, denkt ihr, das war's schon? Nein. Jetzt ist komplett Mario Maker verbuggt irgendwie und ich spuck hier rum. Die Krallen funktionieren nicht mehr. Das ist jetzt ein Teil des Glitches. Also, ja, Krallen funktionieren nicht mehr. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur eine Schiene oben, wo eine Kralle runterfällt und natürlich 2 Wände, weil ihr müsst an einer Wand gedrückt sein, während sie fällt, während ihr in die Todeszone fällt und dann funktioniert das Ganze. Auf zum nächsten. So, der nächste Glitch ist ein bisschen, ja, es ist kein, also es ist ein kleiner Bug, sag ich mal so. Das ist eine Animation. Also die Animation des Triple Jumps wird ausgeführt letztendlich, obwohl Mario gar nicht springt. Das ist letztendlich der Glitch. Das sieht cool aus. Eine Feuerblume und ein Triple Jump letztendlich machen, dass ihr den dritten Sprung letztendlich kurz vor so einer kleinen Lücke macht, dass ihr hier eingesperrt seid. Ich werde euch das Ganze einfach mal demonstrieren. Da habt ihr es kurz gesehen. Alter, das hat lange gedauert, gerade bis ich hingekriegt habe, ich Idiot. Ihr seht es natürlich nicht. Aber ihr müsst letztendlich einen Triple Jump machen in diese Lücke. Und bei dem letzten Sprung, kurz bevor ihr den letzten Sprung macht, müsst ihr eine Feuerblume bzw. einen Feuerball abschießen. So, warte, ich kann euch mal den Normalfall demonstrieren. Im Normalfall ist es so, Triple Jump in diese Lücke bricht es ab, so, weil Mario natürlich gegen die Decke schlägt. So, das ist auf jeden Fall der Glitch. Ist nur ein visueller kleiner Bug, Leute. Also es ist nichts Großes, so. Deswegen kommen wir schnell zum nächsten, der ist ein bisschen interessanter. Jetzt kommen wir nämlich dazu, wie Mario durch Wände bzw. durch vermeintliche Objekte, wo er eigentlich normalerweise gar nicht durchgehen kann, durchgehen. Das werde ich euch zeigen, hier an dem Level, das habe ich einfach immer schnell aus dem Ärmel gezaubert, das Level. Wir wollen zu den Münzen, natürlich so. Viele werden es schon kennen, das ist ein bisschen bekannter schon, aber viele nicht, weil es ist wirklich ein Bug, es ist ein Glitch, es kann sein, dass das Nintendo noch patcht. Es gibt jetzt keine Option für uns da rein, weil der Pilz ist solid, da kommen wir nicht durch, beziehungsweise semi-solid, von unten können wir halt hochspringen, aber ihr seht hier, wir können nichts hier irgendwie durch, so, und wir wollen halt rüber, so, und es gibt keine andere Option, zu den Münzen zu kommen. Was kann man da machen? Man kann hier rangehen und dann eine Ass-Bomb machen, beziehungsweise einen Ground Pound. So nicht, auf jeden Fall. Nein, man muss dazu ziemlich dicht an dieser Wand stehen hier. Nämlich so. Und schwuppdiwupp sind wir durchgeglitscht, durch diesen Pilz, wo wir normalerweise gar nicht durchgehen können. Und jetzt können wir uns hier auch schön die Münzen reinschnabulieren. Geiles Ding. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Glitch. Es gibt so unendlich viele Mario Maker 2 Glitches. Das sind jetzt nur 3 kleine. Ich habe ja dieses Format letztendlich, wo ich euch immer Glitches zeige, 3 Stück. Und wie ihr das Ganze machen könnt, wie gesagt, ihr könnt es einfach genauso nachbauen, wie ich euch hier gezeigt habe in diesen Sachen. Und ich würde sagen, lasst uns mal noch ein paar Level spielen, damit das heute nicht so eintönig wird. Snowy Slide, Platz 4 in der Welt. Wie gesagt, ich spiele gar nicht diese, die hier ganz oft bei beliebt sind, die besten Level aus Mario Maker 2, also die bestbewertesten, die spiele ich gar nicht, weil ich immer nur euren Kram spiele oder irgendwelche True-Level. Snowy Slide hier ist eh. Einfach ein bisschen rutschen, eine kleine Rutschpartie, Leute. Geiles Ding, da habe ich Bock drauf. Da habe ich Lust drauf, da habe ich Laune drauf. Zack, gib mir den Pilz. Da ist doch ein Secret. Wenn da kein Secret ist, dann soll ich sterben. Ah, guck mal da. Ja, ich kann leben. Heute wieder. Ich wusste, eigentlich habe ich heute Bock auf ein True-Level. Ich bin wieder regeneriert vom letzten. Ich könnte theoretisch mich wieder an eins wagen. Deswegen, ja, solltet ihr Bock drauf haben, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren und schreibt auch mal rein in die Kommentare, was euer Lieblings-Glitch war von heute. Ich fand ja den durch den Boden Glitch, aber der mit den Krallen war auch cool. Der mit dem Triple Jump war ein bisschen unnötig, um ehrlich zu sein, aber ich habe gedacht, komm, den machst du trotzdem. So, hier, Rutschpartie, ja, ist ziemlich lustig. Ist auch gut bewertet, höchstwahrscheinlich, weil es einfach gut gemacht ist, aber auch, weil es einfach leicht ist und jeder das schaffen kann. Und jeder, der ein Level schafft und es auch noch einigermaßen cool war, der bewertet es auch und deswegen... Ab geht die Gaudi! Sagt man das so? Oh, jetzt kommt der Slider. Slider. Ja, Mann, so geht's hier. Oh, geiles Ding, ey. First Try, was ist los hier? Okay, sollte man auch First Try, das hat eine Abschlussrate von 200%. Oh, aber hier, guck mal, ich gehe den optimalen Weg. Geil, Mann. Hä, ist er da gerade durchgepackt oder was? Ey, das bockt richtig, ey. So Slide-Level, die machen ja richtig Laune. So, okay, nächstes kommt. Heute machen wir mal ein bisschen hier speedmäßig, wie beim letzten Mal. Wie, also nicht wie beim letzten Mal, beim vorletzten Mal. Einfach ein paar schnelle Level, zack, zack. Das sieht doch cool aus. Das, also die Mario Maker-Freaks unter euch werden die Level eh schon kennen, weil die immer ziemlich weit oben sind. Aber es heißt Mario goes to work, also Mario geht zur Arbeit.
Ist das ein Büro jetzt? Okay, das ist das Haus von Mario. Also, ich bitte euch. Also, ein Pilzdach, beziehungsweise hier noch so Wölkchen. Da muss noch ein Secret. Wenn hier kein Secret ist, sterbe ich. Ciao, Leute, was schön mit euch. Ja, hier wohnt Mario. So, was ist hier? Ach, Bus, okay. Es ist also wirklich so eine Real-Life-Simulation von Mario. Also, hier ist die Bushaltestelle. Okay, nehmen wir mal an, der Bus kommt. Der Bus ist jetzt gekommen. So, ich bin... Das ist ja wirklich ein Bus. Was? Ist das geil. Die haben auch eine Busfahrt für Mario gemacht. Ach, ich bin auch so dumm. Das ist doch so geil. Mario fährt einfach mit dem Bus. Ja, moin, auf zur Arbeit. Geil, ey. Dass sowas überhaupt möglich ist, ey. Wie kreativ die Menschen sind. Okay, hier ist das Arbeitsgebäude, oder? Nee. Ah, das sieht aus nach einem Bürogebäude. Das klettern wir doch gleich mal hoch. Ich glaube, wir müssen in die Röhre, aber Leute, ich will da hoch. Komm, fast oben. Ja, Mann, ein Secret. Aber auf der anderen Seite, nein. Okay, ich kann hier hoch. Geil, ein Secret. Es hat sich gelohnt, das Gebäude hochzuklettern. Es hat sich gelohnt, geil. Okay, jetzt gehen wir aber zur Arbeit. Genug gespielt hier. Okay, das ist seine Arbeit. Achso, ist er wirklich Klempner hier auch in diesem Rollenspiel, sag ich mal? Okay, da kommt doch jetzt was runter. Ach, der Fahrstuhl, okay. Natürlich, Leute, das ist ein Bürogebäude. Die Musik passt auf jeden Fall zu arbeiten. Okay, da sind die Büros. Das sind die Chefs oder... Nee, das sind einfach Mitarbeiter. Alter, wie geil, das sind Schreibtische und so. Fired, also gefeuert, okay. Hier wird was beigebracht, beziehungsweise ein PC ist, glaube ich, Mitarbeiter. Man muss schon ein bisschen abstrakt denken, wenn man sich sowas reinzieht, aber das ist schon geil gemacht. Sortiere die Akten, letztendlich. Geil. Also Mario muss Akten sortieren. Oh nö, was ist jetzt hier? Oh, ein Rätsel? Was bringt denn das hier? Was wollen die denn von mir hier? Mann, bin ich dumm. Okay, easy. Sortiere die Akten, die Files. Okay, und wir haben sogar hier den Hinweis. Links, die roten Kanonen. Ah, nee, okay. Der muss nach rechts. Zack, der ist hier richtig. So, und der muss nach links. Jetzt verstehe ich das, okay. Das Fließbandarbeit hier, die Mario macht. Okay, also man muss einfach nur sortieren. Geil. Finde ich aber nice, sowas. Geile Idee, aber erstmal sah es für mich alles ein bisschen kryptisch aus. Ich wusste gar nicht, was ich hier machen soll. Ach, damit der Cooper letztendlich... Ah, jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Okay, damit er mir den Schlüssel geben kann. Leute, erstmal hier, mein Gehirn ist heute noch ein bisschen eingeschlafen, aber muss dann noch mehr arbeiten. Es geht noch weiter. Okay, was steht da oben? The Boss. Auf zum Boss. Jetzt komme ich schon Bowser. Wenn nicht, dann sterbe ich. Oh, scheiße. Bam. Das war jetzt der Boss? Das war ehrlich der Boss, okay. Komm, eins machen wir noch, Leute, weil der Tag so schön ist. Weil der Tag so schön ist, machen wir noch eins. Drei Glitches, drei Level. Das ist doch mal knackig. Das lacht mich schon so lange an, das gibt's schon ewig. Ein Goomba Fight Club, wo die Goombas kämpfen im Ring. Da habe ich einfach Bock drauf. Ich hab's schon so oft gesehen, hab's noch nie gespielt. Ich hab da Bock drauf. Schön in einem Boxring jetzt gegen Goombas mich prügeln. Da hab ich richtig Lust drauf, Alter, geil. So, das werden wir natürlich machen. Dass ich das noch nie gemacht habe. Der Goomba Fight Club, da sind sie alle rechts. Das sind die Probanden. Okay, los geht's. Komm, gib mir die Gegner, ich brauche mehr. Ist aber geil gemacht mit so einem Boxring, weißt du? Also das kann man wirklich gut erkennen, dass es ein Boxring... Oh, wow, wow, ist der schnell. Wow! Okay, geil, das wird immer krasser. Das ist schon geil, das ist schon geil. Also, der kam gerade auf mich zugestürmt. Okay, oh, wow! Oh, Digga! Okay, die muss ich alle vernichten. Wahrscheinlich einer hat den Schlüssel. Bestimmt der hier. Der, ja, er hat den Schlüssel. Ich wusste, dass einer hat nur den Schlüssel. Das ist ein bisschen schade, dass man nur an einen geben kann. Okay, weiter geht's. Krieg wieder ein Power-Up, weil ich es gerade verloren. Ah, ich hätte es eigentlich nicht nehmen müssen. Auf Männlichkeit mal keinen Pilz nehmen. So, okay, jetzt geht's hier los. Alter, wie geil, der reitet auf dem Chainchomp. Okay, aber keine Chance. Okay, oh, er hat sogar sein Reittier besiegt jetzt. Wow! Keine Chance. Oh! Oh, okay, okay. Ist das jetzt der Boss? Oh, ich hoffe noch nicht. Ich will noch ein bisschen schweren Fight Club haben. Zack. Geil. Knacke. Ich hoffe, das war noch nicht das Ende. Bitte nicht. Oh, ein Wiggler. Was soll ich denn hier machen? Was soll ich machen? Alter, wie geil. Man fällt hier einfach runter. Nein. Nee, den nehme ich nicht. Komm. Jetzt zeige ich so viel Männlichkeit. Boom, da fliegt der ganze Ring. Nein, ich will keinen Pilz. Ich will den ohne Pilz besiegen, Leute. Das bin ich euch schuldig. Das bin ich euch schuldig für eure Likes. Nein, ich will ihn jetzt schon wieder nicht hier. Gaunan an. Aber den besiege ich doch wohl so. Abschlussrate von 500% und ich verkacke hier. Oh Gott, ist das peinlich schon wieder. Ist das ja schon wieder peimelig. Peimelig ist das, egal. Ey, den schaffe ich doch. Ist das überhaupt? Ist das Bowser? Nee, das ist ja nicht Bowser. Das ist ja hier, wie heißt der nochmal? Gab es den schon in Mario Bros? Ist das Boom Boom oder wie der heißt? Ich bin noch nicht so namensvertraut, Leute. Ihr werdet mich wahrscheinlich jetzt steinigen. Oh, scheiße, ich nehme jetzt den Pilz. Komm, prügel die Scheiße aus den raus hier. Gib mir den Pilz. Zack. Jetzt prügel ich die Scheiße aus euch raus. Ich prügel die Scheiße aus dir raus. Bam, den kriegst du. Rainer, komm, der Nächste, komm, du scheiß Maulwurf. Ich hau dir die Fresse kaputt. Bam, zack, ins Gesicht, gib mir den Schlüssel, Nächster, komm. Käfigmatch jetzt hier, Käfigmatch ist angesagt. Bam, wow, krass. Alter, die kommen von überall geflogen. Wow, aufs Treppchen, ich hab gewonnen. Oh, jetzt kommt der Endboss. Boah, lass es das noch nicht gewesen sein, bitte. Ich hab noch Bock auf mehr. Oh, so Fight Club ist auch geil. Und geschafft. So, drei Level, aber am Anfang drei Glitches. Schreibt in die Kommentare, was eure Lieblingsglitch war. Vielen Dank für alle Daumen hoch, vielen Dank für alle Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theodor.